Revanche gelungen. Hattrick geglückt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben zum dritten Mal in Folge den Handball-Supercup gewonnen. Der Pokalsieger besiegte in Düsseldorf den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit 33:26, 18:16 und schaffte als erstes Team überhaupt den dritten Triumph in Serie bei der Saisonouvertüre. Der Supercup ist wichtig für uns. Ich freue mich über jeden einzelnen dieser Titel sehr, sagte Löwentrainer Nikolai Jacobsen bei Sky. Wir hatten hier über 60 Minuten ein starkes Angriffsspiel, die Deckung hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert. Aber auch wenn viele es nicht glauben, wir brauchen noch Zeit, wir haben noch viel Arbeit vor uns und müssen unsere neuen Spieler integrieren. Bester Werfer der Löwen, die in einem dramatischen Saisonfinale den Meistertitel an die Norddeutschen verloren hatten, war Andy Schmidt mit 10 Toren. Die SG verpasste vor 8.078 Zuschauern trotz 6 Treffern von Anders Zach Ariassen den dritten Supercup-Gewinn nach 2000 und 2013. Die 53. Bundesliga-Saison beginnt am Donnerstag, wir kommen mit Wut im Bauch nach der verpassten Meisterschaft, hatte Löwenspielmacher Schmidt vor der Begegnung im Isdome erklärt. Der zweimalige deutsche Meister begann auch äußerst engagiert und führte dank seines druckvollen Spiels aus dem Rückraum schnell mit 8:16, doch die Flensburger, die nach dem Titelgewinn 6 Abgänge verkraften mussten und dadurch wichtige Säulen wie Thomas Mogensen, Torwart-Ikone Matthias Andersson oder Kenton Mahé verloren, kämpften sich schnell in die Begegnung. Angeführt von Routinier Holger Glandorf ging die SG nach einer Viertelstunde sogar in Führung, 9:8, beide Teams vernachlässigten in der ersten Halbzeit ein wenig die Abwehrarbeit, die Führung wechselte nun munter hin und her. Erst kurz vor der Pause gelang es den Löwen wieder, mit 2 Toren in Front zu gehen. Löwen setzen sich nach dem Wechsel ab, die Mannheimer erwischten auch nach dem Wechsel den besseren Start. Angetrieben vom immer stärker werdenden Schweizer Nationalspieler Schmidt zogen sie auf 21:16, 33. davon. Das Flensburger Spiel wurde in dieser Phase fehlerhafter, angesichts der vielen Neuzugänge waren noch nicht alle Abläufe aufeinander abgestimmt. Doch kämpferisch hielt der Meister dagegen und verkürzte noch einmal auf 24:26, 47. Der Pokalsieger hatte in der Schlussphase aber mehr zuzusetzen und wirkte eingespielter. Mit dem Treffer von Gudjon Valur Sigurdsson per Tempogegenstoß zum 30:25, 52. war die Entscheidung über den ersten Titel der Saison gefallen. Die Löwen starten am Sonntag gegen Ex-Meister TBV Lemgo in die neue Spielzeit, Flensburg ist schon am Samstag in Minden gefordert. Stenogramm: SG Flensburg-Handewitt, Rhein-Neckar-Löwen 26:33, 16:18, Tore für Flensburg, Zach Ariassen, 6, Gottfriedsen, 5. Glandorf 3, Roth 3, Lauge 3, Wanne 2, Swan 2, Jondal 1 Eintel, Jensen 1 Tore für die Löwen, Schmidt 10 Eintel, Sigurdsson 9, Ettersson 5, Grötzki 3, Feit 2, Kohlbacher 2, Mensa Lassen 1, Tolbring 1 Eintel, Zuschauer 8078.